sozusagen überhaupt noch nichts verpasst. Einstand. Die Frage ist natürlich, wer von den beiden Akteuren hat die 15-minütige Pause am besten überstanden. Kann man nicht viel machen. Vielleicht mal gerade duschen, Wäsche wechseln, ein paar neue taktische Überlegungen. Einstand. Vorteil. Advantage United States. Bitte. Einstein. Deuce. Ball für Boris Becker im ersten Spiel des vierten Satzes. Full time advantage Germany. Ja! Gleichheit bricht. Das ist sicher ein verheißungsvoller Start für Boris Becker in diesem vierten Satz. Und jetzt diese Begegnung zwischen Boris Becker und Henry Agassi, den beiden besten Spielern in ihren Mannschaften. Das zunächst einmal 3 Stunden und 8 Minuten dauerte in den ersten 3 Sätzen und jetzt im vierten wird hier wieder seit 23.20 Uhr gespielt, also auch schon fast 6 Minuten. Aufschlag Boris Becker. Zu Null gewinnt Boris Becker seinen Aufschlag, geht im vierten Satz mit 2:0 in Führung. Ich habe im Moment ein bisschen den Eindruck, als wäre Boris frischer, motivierter aus der Kabine gekommen als Henry Agassi, der diesmal zu keinem seiner geblockten Returns bei Beckers Aufschlag kam. Und gleich mit einem Doppelfehler beginnt. 015, La 15. Out.
0:30. After. Agassi verkürzt auf 1:2, 2:1 Führung also für Boris Becker in diesem vierten Satz. Bitte. Germany leads 3-1, 4-1. 3:1 Führung also jetzt.